Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin. Und wie angekündigt ist mein heutiger Gast König Kurt Biedenkopf. Ich grüße Sie, Herr Biedenkopf. Wie kam es dazu? Wie wurden Sie zum König? Ich wurde nicht zum König. Der letzte König hat 1919 Sachsen verlassen. Mit dem schönen Satz an der Grenze wurde er von den jubelnden Sachsen nochmal empfangen, als er aus dem Land fuhr. Und hat sich dann wohl rumgedreht und gesagt, macht euren Dreck alleine. Nein, die Sachsen haben eine tausendjährige Geschichte als Staat. Das Geschlecht, was in Sachsen regiert hat, die Wettiner, waren im Jahre 1989 800 Jahre ein regierendes Geschlecht. Es ging dann bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, wie überall, und dann wurde der Sachsen ein Freistaat, das ist das deutsche Wort für Republik, also das deutschstämmige Wort für Republik. Aber sie haben immer noch ihre Identität. Und als wir die Staatskanzlei, die schwer beschädigt war, wieder renovierten, war die Frage, bleibt auf der Staatskanzlei die Krone, die da drauf war, oder kommt jetzt irgendein anderes Symbol hin? Und da waren die Leute wohl mehrheitlich der Meinung, man soll die Krone lieber lassen. Ich will gar nicht über all diese Errungenschaften reden. Ich will in erster Linie verstehen, wie Ihre Methodik funktioniert. Was war der entscheidende Stil, dass Sachsen sehr unterscheidet von den anderen ostdeutschen Bundesländern? Also ich hatte weder eine Methode noch einen Stil. Als ich gegen mein Erwarten, wir hatten völlig andere Zukunftspläne, Ende August gefragt wurde, ob ich wohl bereit wäre, in Sachsen für die CDU zu kandidieren als Ministerpräsident. Und meine Frau und ich das, obwohl es ein Umbruch unserer ganzen Lebenspläne war, relativ schnell akzeptiert und Ja gesagt haben, hatte ich wenig Ahnung von Sachsen. Ich hatte zwar mit meinen Eltern von 38 bis 45 in der Nähe von Halle gelebt, meine Frau in der ähnlichen Zeit in Leipzig, und da sind wir uns zum ersten Mal als Kinder begegnet. Ich wusste wenig von Ostdeutschland. Ich wusste einiges, weil ich mit einem Kollegen von der Universität Leipzig Kontakt hatte und wir mehrfach während der DDR-Zeit in Leipzig sein konnten. Ja, und dann habe ich gespürt, dass in dem Land was ganz Besonderes ist. Nämlich eine starke Identität der Menschen mit ihrem Land. Und da, der bin ich ja natürlich nachgegangen. Ich bin ja auf Anregung von Kurt Masur in Leipzig Gastprofessor geworden, Anfang 1990. Und ich hatte, was ich damals nicht wusste, ein halbes Jahr Lehrlingszeit. Ich konnte also lernen. Ich bin da nicht hingekommen, um zu sagen, ich weiß alles, sondern ich wollte alles wissen. Und das war eine ungeheuer wichtige Zeit. Und dann haben wir gespürt, meine Frau war an fast den meisten Wahlveranstaltungen dabei. Und sie hat dafür eine Intuition. Aber ich habe das dann auch gemerkt, hat gespürt, die Menschen haben eine große Sehnsucht danach, ihren Stolz nicht zu verlieren. Ja, und dann haben wir eben gemeinsam gesagt, ihr vor allen Dingen, und ich helfe euch, bauen dieses Land wieder auf. Und ich habe in den ersten Wahlkämpfen am Ende immer wieder gesagt, ich werde gerne euer Ministerpräsident, wenn ihr das mehrheitlich wollt, aber ihr müsst euch darüber klar sein, es wird ein steiniger Weg. Und ihr werdet vielleicht in einem Jahr vor der Staatskanzlei demonstrieren, weil ihr glaubt, ihr haltet es nicht aus. Aber nach 5 Jahren werdet ihr stolz darauf sein, was ihr gemacht habt. Und das hat jetzt eine übergreifende, würde ich mal sagen, hat sich entwickelt. Erstens mal ein großes Vertrauen. Wenn jemand uns sagt, es wird wirklich tough, nicht wahr? Aber wenn ihr das durchhaltet, dann werdet ihr stolz sein. Ist ja nicht die normale Ansprache. Sondern es ist eine Ansprache an Menschen, die hören sollen, ihr müsst es machen. Und wenn ich hörte, dass ein Ministermitglied, also ein Kabinettsmitglied oder so draußen in Reden sagte,
das haben wir gemacht oder so, dann habe ich ihnen gesagt, das würde ich nicht gerne nochmal hören. Das sei falsch. Sie könnten sagen, das haben ihr gemacht und wir haben dabei geholfen. Wir haben unsere Expertise eingebracht, unser Wissen und Können, unsere Erfahrung. Und daraus ist eine Basis gewachsen, die bis heute da ist. Wenn ich in den anderen neuen Bundesländern rumfahre und Darf ich nur eins ja, bitten? ja. Sachsen ist ein altes Bundesland. Okay. Sie sind ein Neugierer. Gehen Sie mal ins Netz und gucken Sie, welche Länder in der Weimarer Republik in der Länderkammer waren. Und dann werden Sie sehen, das sind die alten Länder. Also, Und das sind nur drei: Bayern, Sachsen und Thüringen. wunderbar. Also ich bin oft in Brandenburg und oft in Sachsen-Anhalt. Und wenn ich mich, und das ist was ganz Spannendes, was mir aufgefallen ist, wenn ich mich da mit jungen Menschen unterhalte, habe ich das Gefühl, dass die nicht sagen können, das ist mein Land und dafür möchte ich mich einsetzen. Und ich war letztens in Kreuzberg und Neukölln und habe das mit einigen türkischen Jugendlichen erlebt. Und ich hatte das Gefühl, die haben dasselbe Identitätsproblem. Also wir führen ja immer die ostdeutsch-rechtsextremen Debatte zusammen und die Migranten- und Salafisten-Debatte zusammen. Und ich habe das Gefühl, man müsste das eigentlich ganz umgekehrt machen, dass man eher auf die Identität eingeht. Wie Sie sehen Sie das? haben in vieler Hinsicht recht. Schauen Sie, die neuen Bundesländer sind in meinen Augen die Bindestrichländer. Und Sachsen-Anhalt gehört zu den Bindestrichländern, genauso wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. Und wenn Sie jetzt mal die Geschichte dieser Länder betrachten, werden Sie feststellen, in keinem dieser Bindestrichländer gibt es eine Staatstradition, die den heutigen Raum umfasst. Da in Sachsen und in Bayern gibt es eine Staatstradition, die den heutigen Raum umfasst. Und aus dieser Tradition entwickelt sich Identität. Und der Kultur und so weiter, wobei die Bayern noch eine, sagen wir, noch mal eine Regionalisierung haben mit den Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Franken. Aber in Sachsen gibt es die auch, aber nicht so stark. Wenn Sie den jungen Mann in Sachsen-Anhalt fragen, dann weiß er nicht genau, gehört er nun zum ehemaligen Preußen oder zu Sachsen. So ist das Land nämlich entstanden. Der nördliche Teil war preußisch und der südliche Teil wurde von Sachsen nach dem Wiener Kongress Preußen zugesprochen. So dass die in einer, ja, ich würde mal sagen, gespaltenen Identität leben. Das ist das Phänomen, was Sie in Setzt sich Sachsen-Anhalt denn sehen. so ein geschichtliches Muster auch fort von Generation zu Es Generation? setzt sich fort in vielfältiger Weise. Eine Bevölkerung, die so lange in einem Raum lebt, wie wir das in Europa haben, nimmt bestimmte Identitätsmerkmale gewissermaßen in die Gene auf. Das gilt ja, wenn Sie auf den Balkan gehen. Ein großer Teil der Konflikte ist Jahrhunderte. Vor Jahrhunderten begründet worden und entstanden. Das können Sie nicht wegnehmen. Das können Sie nur wegnehmen, wenn Sie es ignorieren. Und dann machen Sie letztendlich die Identität dieser Länder schwach. Ihre türkischen Gesprächspartner haben ein anderes Problem, aber auch ein Identitätsproblem. Sie können sich mit der Gesellschaft, in der Sie jetzt leben, aus vielen Gründen nicht identifizieren, weil sie ganz anders ist.